St. Gallen hat eine für Europa ganz einzigartige Überlieferungsdichte für das Frühmittelalter. Und wir möchten hier in dieser Ausstellung eben zeigen, welche Breite das einnimmt und wollen die Hauptstücke auch ins richtige Licht setzen. Das beste Stück in der Ausstellung ist sicher dieses Evangelium Longum. Und dieses Evangelium Longum hat eben die tollsten Elfenbeintafeln, die in dieser Zeit noch verfügbar waren, verwenden können. Es gibt etwa ein halbes Dutzend vergleichbare Stücke auf der Welt. Und das ist dasjenige, was am besten dokumentiert und eigentlich auch am besten erhalten ist. Also ich finde es eine sehr erlebnisreiche Ausstellung. Alle Sachen, die mehr mit St. Gallen verbindet als Mönch da sind. Wir kommen eigentlich aus Bregenz und wir haben dort die Geschichte von Gallus und Columban kennengelernt, weil es gibt dort eine Kirche, Galluskirche und Columban, und wir sind ein bisschen jetzt auf die Spuren von den zwei losgegangen. Es war so, dass St. Gallen all diese Schätze hatte, wie eigentlich fast sonst niemand wie in Europa. Aber mit dieser Ausstellung kann man jetzt auch anfangen, Zusammenhänge zu verstehen. Und es lohnt sich da ausführlicher und nicht bloß für eine Stunde, zwei zu bleiben. Sehr schön in der Ausstellung sind die Szenen zu Gallus. Einerseits die Figurine, wo wir uns versucht haben vorzustellen, wie hat er wirklich ausgesehen, nach dem Stand des heutigen Wissens. Eine wunderbare Figurine, höchste Kunst. Der Film über Gallus, wo wir eben versuchen, also Peter Jetzler hat es, glaube ich, geschafft, einen Film zu machen, wo etwas Faktische vermittelt wird, korrekt, und gleichzeitig der mythische Aspekt, der schöne, der künstlerische Aspekt an diesen Geschichten eben erhalten bleibt. Ein wunderschönes Kunstwerk eigentlich über Gallus. Gallus war ein irischer Mönch, der die Buße gesucht hat, nach St. Gallen schließlich gekommen ist, und in einer Zeit, als hier alles Urwald war, und hat hier eine Einsiedelei aufgebaut. Daraus ist letztlich das Kloster entstanden. Die europäische Geschichte spiegelt sich in der Geschichte von St. Gallen wie sonst nirgends auf der Welt. Und von daher ist es für jeden wichtig, der und jede wichtig, die etwas erfahren wollen über Europa in dieser frühen Zeit.